Light, Dying Light. Nach der letzten Session, die ungefähr 4,5 Stunden ging, habe ich über Nacht eine Pause gemacht. Und natürlich auch ein bisschen was gerendert und schon hochgeladen. Und werde jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen aufnehmen. Mal schauen, wie weit das Ganze führen wird. Die Sachen hatte ich schon wieder eingesteckt. Und würde sagen, machen wir hier einfach direkt weiter. Machen Sie die Gruppe ausfindig, die Sie nach Sektor Zero bringen kann. Das machen wir doch dann direkt mal. Mal sehen, ob die Kollegen schwimmen können. Nein, können sie nicht. Okay. Was haben wir denn noch an Waffen? 129 Schaden. Mal ein bisschen was zerlegen hier. Sind schadenstechnisch sowieso alle drunter. Und das geht mal auf. Oh. Dem Kollegen geht's nicht mehr so gut. So, da fällt mir ein, ich wollte schauen. Was hat der Kollege denn da? Okay, Ammo kann ich keine mehr tragen. Verkaufen wir gleich den ganzen Kaffee wieder. Und jetzt aber. Das Dorf wurde hier leider überrannt. Wie es aussieht. Das wollte ich noch kontrollieren. Habe ich noch Fertigkeitspunkte? Ja, Kraftstufe habe ich gerade bekommen. Den Sprungangriff, da kann ich natürlich nicht nein sagen. Da sind wir auf Stufe 8. Dauert noch ein bisschen. Stufe 11 dauert auch noch ein bisschen. Den bekommen wir erst auf 12, den Haken. Wo ist er denn? Ha! Das ist die neue Attacke. Da haben wir ein Event. You won't get me, motherfucker! Der lebt noch, okay. Okay. Ich ging eigentlich davon aus, dass er es dann hinter sich hat, aber er hat noch gelebt. Okay, ich sehe schon. Definitiv mehr los. Do you remember that girl from Sector Zero, Troy? Yeah, she called to thank me after I got the antenna towers working. You should contact her when you get there. Good idea. Thanks, Brecken. Right. You take care.
man hier nicht mal in Ruhe die Kisten aufmachen. Die hier kann ich aufmachen. Ist eine Angewohnheit geworden, Kisten immer aufzumachen, wenn ich eine sehe. Weil die ganzen Wertsachen oder je nachdem vielleicht auch mal Waffen sind nicht immer zu verachten, die man da finden kann. Abgesehen vom Cricket-Schläger. Den habe ich schon mal ausprobiert und finde ich gut gefunden. Kann man da reingucken in die Kiste? Ja. Dann tut's mir leid, mein Freund. Nee, dann machen wir mit dem Bogen das leiser. Quartiermeister gibt es also immer noch. Ich hoffe, wir kommen da dann auch hoch. Eine toxische Flechte. So, hier geht's weiter hoch. Na? Ah, hier geht's weiter. Nehmen wir die auch noch mit. Sehr gut. Das ist noch 200 Meter. Sich nicht regeln lässt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf mehr Ausdauer. Das ist definitiv nicht zu verachten hier. So, schauen wir mal, wo wir hier runterkommen. Ob wir hier runterkommen. Ich vermute, die kriegen wir nicht wirklich. Oh, oder so. Sehr gut. Und was ist drin? Den Baseballschläger. I'm looking for the saviors. Don't know what you're talking about. I'm one of Brecken's men from the tower. I don't care where you're from.
Get your ass out of here, or I'll stop being so fucking polite. Listen, I know you're smuggling people out of the slums. There's a girl who came through. Jade? I think you better get the hell out of here. No, just listen. I cut Rise up, and now his whole goddamn gang is after me. I could use some cooperation here. You? You're the one who chopped Rice's hand off? Yeah, and now I have to get to Sector Zero. What's your name? Crane. Well, Crane, you're in for some heartbreak if you think going to Sector Zero will get you off Rice's shit list, but wait here. Okay. I got a guy here who claims he's the one who took Rice's hand off. Crane. Yeah, that's what he said. Really? Are you sure? Huh. Okay. Right. Come here. Okay, we'll get you to the other side. Right when? Right now. And what about payment? What you did to Rice, that's more than enough payment for us. Go to the collapsed tunnel that led to Old Town. Knock at the door that leads to the sewers. Someone will take good care of you. Will do. Thanks. Nah, man. Thank you. Okay, dann auf geht's. Genauso schnell hauen wir wieder ab. Auf jeden Fall fühlen sich die Zombies ein bisschen aggressiver an als vorher. Schauen. Wendigkeitsstufe. Flucht. Ich nehme mal die Regeneration rein, kann nicht schaden. Sogar noch eine Nebenquest. Aber ich laufe jetzt trotzdem zur Hauptquest. Oh. Was zum Teufel? Schleunigst weg hier. Okay, hier waren wir auch schon mal. Hier wohnt der Gazi. Yeah.
Ich tippe mal darauf, wir müssen da später rein. Oder jetzt, denn es gibt keinen Weg da rein. Da hoch für mich. Ah, doch, über die Lagerhalle eventuell. Ich vermute mal, von hier komme ich nicht außen ran. Versuchen wir es über die Lagerhalle. Bin ich sicher. Ah, okay. First, Cenk was reluctant to even talk to me, but after I mentioned what I did to Rice, the Saviors decided to give me a hand. They helped me get to sector. Zombie Apokalypse und Kanalisation. Das ist keine gute Mischung. That's me. Good to meet you. I'm Hassan. I'm going to be helping you change your scenery. Ah, der Reiseleiter. So did you take Jade through too? Who? She's from here. Dark hair, pretty, tough as nails. Maybe. Don't know. We don't always ask names. Nehmen zur Sicherheit auch mal das Gewehr schon mal in den Slot rein. Okay, from here on out, you're on your own. The route is marked.
I'll stay in touch over radio. It's been a pleasure, my friend. Okay, für die 20 Meter hätte ich nicht gebraucht. And this man needs to go first. But he just got here. We've been here for hours. I don't make the rules. Wait here. Oh Gott. Das mache ich aber in der nächsten Folge. Denn ich denke, das wird sonst wieder eine überlange Folge. Bis dahin, ciao. What the?